darf heute S-Klassen fahren und zwar ganz viele, bis zu 8 Stück eigentlich, aber ich will mich auf 3 konzentrieren, auf die 3, die mein Leben am meisten geprägt haben. Das ist vor allen Dingen einmal hier der W116. Die Baureihe wurde 1972 auf den Markt geworfen, ist also genauso alt wie ich, tatsächlich sogar im September, also wir sind wirklich fast gleich alt. Und damit fange ich auch an. Danach kommt der 126er. Kennen auch viele aus dem Straßenbild. Ist einfach aus den 80ern und 90ern kaum wegzudenken. Und dann fahren wir noch mit dem W140. Das ist der Kohlpanzer. Kennt auch jeder. Riesentrumpf von Auto. Bin mal gespannt. Jetzt geht's erstmal mit dem 116er los. Schön blau. Blau in blau. Wundervoll. Typischen Karo-Sitze, also ich fühle mich hier sofort in meine Kindheit versetzt, obwohl wir hatten keine S-Klasse, sondern leider nur eine E-Klasse, aber die Polster waren ganz ähnlich. Jetzt geht's los. Bis zu 6,9 Liter Hubraum, das hier ist jetzt der 350 SE, auch ein V8, mit 205 PS immerhin. Dreigangautomatik, in der so einiges an Leistung versickert, das spürt man, aber fährt sich trotzdem wunderbar, souverän und unheimlich stabil. Liegt ganz satt auf der Straße und das Schönste, man kann hier den Stern vorne auf der Haube noch komplett erkennen. Man merkt dem W116 die 70er Jahre auf jeden Fall noch an. Das ist nicht nur ein Oldtimer auf dem Kennzeichen, sondern der fährt sich eben auch noch ein bisschen so. Da legt man mehr das Ruder um, als dass man so richtig agil lenkt. Aber er fährt sich ganz satt und schon typisch S-Klasse. Also Luxus spürt man schon, aber eben von früher. Und das macht sicherlich auch den Charme aus. Das hier ist die Baureihe W126, von 1979 bis 1990 gebaut, also ganze 11 Jahre, sehr lange Bauzeit. Kann man irgendwie nachvollziehen, denn zum Vorgänger ist das ein Riesenschritt nach vorne. Also es ist ein viel moderneres Auto, elektrische Fensterheber natürlich hier unten. Sogar die elektrischen Sitzverstellungen, die schon demselben Schema folgt wie in modernen Mercedes-Modellen, sitzen hier jetzt im 300 SE. Das ist ein Sechszylinder, ein prima Motor für so eine Luxuslimousine und das ist ja nun mal die S-Klasse. Der ist nämlich laufruhig, der klingt geschmeidig, der klingt nicht grob oder rau. Der W126 ist fahrdynamisch ein unheimlicher Fortschritt im Vergleich zum W116. Die Lenkung ist sehr viel direkter, die ist präziser, man spürt viel mehr, was das Auto tut, also hat nicht dieses abgekoppelte Gefühl, was man sonst bei Oldtimern natürlich hat. Der hat zwar deutlich weniger Leistung, aber hat halt eine Viergangautomatik, die viel spontaner reagiert als die im W116. Und dadurch geht er auch deutlich besser, trotz kleinerem Motor, trotz weniger Leistung. Ich finde, es ist eigentlich ein Alltagsauto. Das hier ist der sogenannte Kohlpanzer, die Baureihe W140. Es war damals ein wirklich kontrovers diskutiertes Auto. Riesengroß, unheimlich breit und wirkt schon von außen wirklich wie ein Panzer. Wir sitzen hier im 600 SEL, das Topmodell und die erste S-Klasse mit einem V12. 408 PS und geht richtig gut nach vorne und läuft dabei natürlich typisch V12, unheimlich seidig, unheimlich weich und ganz, ganz laufruhig. Das ist ein Auto, in dem man sich wirklich, also da fühlt man sich einfach erhaben drin. Das ist natürlich auch ein bisschen auch der Grund, warum der so kontrovers diskutiert wurde, weil der sich so abschottet. Das Auto ist nicht für Fahrer ausgelegt, sondern für Hintensitzer. Es ist eindeutig eine Chauffeurslimousine. Der fühlt sich immer genauso schwer an, wie er ist, nämlich fast 2,2 Tonnen. Der fühlt sich genauso breit an, wie er ist. So breit wurde erst wieder die aktuelle S-Klasse. Und deshalb sitzt man lieber hinten und lässt sich's gut gehen. Dafür ist das Auto optimal. Für Landstraßen ist er nicht der Richtige.